Trotzdem habe ich Angst. Okay, komm her. The hallway of justice is all mine. And not yours. Not at all. Leg dich hin. Oh, ist das... Oh, sind das... Viel! Oh Gott! Sind das viele? Oh Mann! Das gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Irgendeiner schlurft noch rum. Hat sie hingelegt? Noch einer? Hat sie hingelegt? Noch einer? Das war knapp. Nicht mit mir! Ja, oh, nein! Das hat mich halt. Oh ja. Im orangenen Bereich. Aber die Fans. Ich danke euch übrigens allen. Ihr habt mir auf jeden Fall beigestanden. Nur dadurch war das gerade eben möglich, hier einigermaßen passabel durchzukommen. Hat irgendwas gedroppt? Nee. Alle denken nur immer an sich selber, ey. Unschön heutzutage. So, hier übrigens, eine ganz wichtige Sache. Ihr findet später, aka gleich, einen Small Key. Und diesen Small Key könnt ihr an diesem Desk, oder solltet ihr auf jeden Fall an diesem Desk einsetzen, denn bekommt ihr ein kleines Upgrade für eure Pistol. So eine Burst Shot Capability bekommt ihr dann. Also, schießt dann eben ein bisschen schneller. Red Herb nehmen wir natürlich nur zu gerne an uns. So. Hier hinten müssen wir erstmal die Treppe hoch. Auch eine schöne Sache übrigens, ist, dass ihr in Resident Evil 2, wenn ihr Treppen hochgehen wollt, C drücken müsst, damit er automatisch die Treppe hochgeht. Ist in Resident Evil 3 natürlich anders, da geht er einfach die Treppe hoch. Happy Birthday! So, hier haben wir ein kleines Rätsel für, ja, soll auch kein Problem sein, das zu lösen. Und zwar müssen wir diese, Büchereiregalteile da genauso anordnen, wie sie hier sind. Und ich glaube, das war... Wenn ich mich recht entsinne, nur die links außen jeweils einmal nach rechts und dann war es das Rätsel, war es mit dem Rätsel auch schon. Also so schwer ist es nicht. Um es mal in einem Wort aus auszudrücken, ja. So, right. Und das nächste natürlich auch nochmal nach rechts und. Ja. Das ist mir nicht leicht war. Und die Sache ist übrigens hier in Resident Evil 2 müsst ihr diese Plugs hier erstmal collecten. Ich glaube, 4 Stück an der Zahl sind es. Bishop Plug, King Plug, Queen Plug und Love Giant Plug. Keine Ahnung. Irgendeinen Plug auf jeden Fall noch. Vielleicht ein Plug-Yard. Und sobald ihr eben alle Plug-Yarde dann collected habt, müsst ihr die dann in einem ziemlich ekelhaften Place auf jeden Fall dann schön einverleiben. Und dann könnt ihr mit dem Game weitermachen. Also das Hauptziel, sag ich mal, hier in diesem ersten Part des Games im Polizeipräsidium ist natürlich so viel Penetrator wie möglich zu collecten. Ey, legst du dich auch mal hin? Mann, ey. Schlimm, ey, wie hält der denn aus? Ey, haben wir hier, war mal Rambo in unserem vorherigen Leben oder wie ist? Oder wie ist? Oder was ist los? So, hier übrigens eine schöne Sache. Um euch die Wege ein bisschen zu verkürzen, könnt ihr hier erstmal die, eine Leiter wieder runterlassen. Damit ihr eben nicht so wieder so ellenlange Wege zurücklegen müsst. Müsst, ey. Es ist ja irgendwie so eine Sache, falls, kennt ihr Myst, also das Game? Dieses Point-and-Click-Game, also dieses, ja doch, Point-and-Click-Game ist es, ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass bei diesem Spiel ist es irgendwie so, man mag es oder man mag es nicht. Ich meine, ich finde es komplett ein... Also, ich möchte jetzt nicht mal die Fans hier gegen mich auflehnen! Das war wahrscheinlich einer. aber ich mag Myst überhaupt gar nicht. Das ist so ein richtiges Rotze-Game, finde ich. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Game findet. Also, falls ihr Myst-Fans seid, sorry. Ja, also, das Spiel, wenn es mögt, in Ordnung, aber ich mag es absolut gar nicht. Also, gar nicht. Oh! Die Rache der Myst-Fans schlägt zu. Ich habe keine Bullets mehr. Das war doch nicht so gemeint. Es ist gerade noch April. Ich meine... Gay, ey. Okay, hier haben wir den Small Key, von dem ich sprach.
Den können wir dann gleich einsetzen, um uns eben hier mal schön die Pistole ein bisschen abzugraden. Hier ein kleiner Chief Secretary's Diary, ey. I accidentally moved one of the stone statues on the second floor when I leaned against it. When the chief found out about it, he was furious. I swear the guy nearly bit my head off as he made love to my face, screaming at me never to touch the statue again. The statue between his legs. If it's so important, then maybe he shouldn't have put it out in the open like that. Yeah, better keep that weenie in your pants. Ja, wesh. Richtig. I heard that all the art pieces from the chief's collection are rare items. Literally worth hundreds of thousands of dollars. I don't know which is the bigger mystery. Whether where he finds those tacky things, or where he's getting the money to pay for them. Maybe it's because I, you know, give him the money in the first place. I wasn't surprised to see the chief come in today with yet another large beep beep in his hands. This time, it was a really disturbing beep beep depicting a nude person being hanged. I was appalled by the expression on the chief's face as he leered at that painting, made love to my face once again. Why anyone would consider something like that to be a work of art is beyond my comprehension. But he did it. He did make love to my face. Okay, so viel dazu. Den Bishop Plug, den können wir hier reinmachen, den brauchen wir erst ein wenig später. Mir gefällt es hier gar nicht, dass ich hier mit keiner Ammo rumlaufe. Aber zumindest haben wir in dem Fall keine Ammo und dafür noch zumindest was an. Ich denke mal, das wird einigen Resident Evil Fans, die gerade hier mit Leon spielen, definitiv freuen, mehr oder weniger. Da fällt mir übrigens gerade ein, dass es bei Resident Evil 3 kann man ja auch Costumes freischalten. Ich habe gehört, dass es da auch so ein Kostüm gibt, in dem Jill dann, in dem Jill so, also dieses Gemälde, das dieser Chief da eben da rangebracht hat, wahrscheinlich so ein bisschen nachkonstruiert, sag ich mal, wenn ihr jetzt meinem Gedankengang folgen könnt, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen wollte von dem Moment an, dem ich schon angesprochen hatte. Warum bin ich jetzt nochmal hier? Ah ja, genau. Macht alles Sinn, was ich gerade hier tue, mehr oder weniger zumindest. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal schön das Upgrade, in Anführungsstrichen, für die Pistol. Wobei das ja relativ wenig bringt, wenn ich eben noch keine Pistol-Ammo habe. Ja, will ich einsetzen. What? That ain't my daddy's watch. Ja, wieder was. H-Gun Parts und die werden wir natürlich auch, wie sich das gehört, kombinieren. Und somit haben wir hier die C-Handgun. Checken wir mal kurz das ab. H&K VP-70 Burst. VP-70 with a stock holster. Capable of firing 3 rounds auto-bursts. Sorry. Und zwar können wir uns jetzt hier entscheiden, ob das auf Automatic oder Manual stellen. Bei Manual wäre es so eine ganz normale Pistol. Bei Auto kann man dann eben, wenn ihr auf der Tastatur C gedrückt haltet, direkt 3 Schüsse hintereinander ballern. Und das ist, wie ich zumindest finde, doch um einiges nützlicher dann. Da macht es zumindest auch Sinn, dass man den Stock eben auch dran macht. Überhaupt. Ich vergesse immer, dass ich die Türaufmachsequenzen, wie gesagt, überspringen kann. Müsste mal, mal ausprobieren, ob das in Resident Evil 3 auch geht. Das wäre natürlich mehr als nur nice. Und man kann ja nochmal erwähnen, für viele ist ja auch Resident Evil 2 der beste Teil der Resident Evil-Reihe. Da mit diesem Part, habe ich so gelesen, eigentlich alles gestimmt. Also die Musik stimmt ja auch, wie ihr gerade auch schon hört. Ist wirklich atemberaubend und an sich einfach das Spielgefühl ist wirklich königlich. Königlich? Manchmal ist es auch Bischoplick. Lick, ja klar, Bischoplich. Ah, leg ab, so. Und move on. Was müssen wir jetzt? Oh! I remember. So, hier, drei Bullets. Und ihr seht schon, das geht auch hier um einiges schneller, als ich um diese kleinen Viecher jetzt kümmern. Ja, 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 super. Was ist das? Ja. Hier hätten wir, glaube ich. Oh, noch ein, he's on fire! Einmal Los Chafos, bitte! Ja, sehr schön. Dankeschön. Und, Moment, jetzt müssen wir uns erstmal, glaube ich. Genau, jetzt holen wir uns hier so eine Art, Und mit diesem Wheel können wir dann, werdet ihr gleich sehen. Da ist noch ein bisschen was on fire auf jeden Fall, so wie es ja schon mal erwähnt.